Herzenspost. Unter diesem Motto steht heute unsere Geschenkverpackung. Und zwar ist das eine Taschenkarte, Pocket Card auf Englisch, mit einem Fach für was Schmales, wie hier eben eine Badekristall- oder Badesalztüte. Man kann da auch Gutschein reinpacken zum Beispiel. Und hier vorne mit einem kleinen Tag, wo man noch einen lieben Gruß drauf schreiben kann. Dieses Projekt ist aus einem Designerpapierbogen gemacht und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Wir werden dazu dieses neue Designerpapier verwenden und zwar ist das aus dem neuen Jahreskatalog das Designerpapier für Gastgeber. Da sind 48 Bögen drin mit diesen Designs. Ich habe hier schon mal ein bisschen reingeschaut, weil dieses Papier ist auch aus diesem Bogen und ich kann euch mal gerne noch die anderen Designs zeigen. Also sehr, sehr bunt gemischt. Also ihr könnt da wirklich sehr viele Projekte damit machen. Hier ist eben das, was ich für diese Karte verwendet habe, ne? Dann haben wir hier so ein ja, Muster in Gelb mit Vögeln hinten drauf. Finde ich auch sehr schön als Hintergrundmotiv. Hier so. Und es sind immer, habt ihr jetzt gesehen, ne? Also ich habe die ja schon rumgedreht. Es sind immer vier Blatt drin. Also das ist echt prall gefüllt. Und da habt ihr dann halt ganz viele Designs und Muster. Das sind so ein Rautenmuster und Streifen. Ich muss das mal andersrum machen. So, das ist auch schön. Und auch hier steht auch die verwendeten Farben drauf: Brombeermus, Osterglocke, Minzmakron, Olivgrün, Blütenrosa und Aquamarin. Diese Farben sind alle in diesem Designerpapier vertreten, wie man ja auch unschwer erkennen kann. Also echt schöne Designs. Jetzt mal was mit Streifen oder hier mit Drachen. Oh, schön. So einfarbige Muster oder ja, diese Muster hier finde ich immer sehr schön, weil die kann man wirklich dann wirklich für alles verwenden. Ist auch schön. Dann hier haben wir noch diagonale Streifen. Das sind, glaube ich, jetzt alle Farben enthalten. Dann hier nochmal in dem Muster, das und hier irgendwelche Rauten. So, und ich möchte jetzt diese Tüte mit verschenken. Das heißt, ich suche mir jetzt in der Farbe ein Design raus. Das habe ich schon getan. Ich will auf jeden Fall dieses, weil das passt perfekt farblich. Und dann nehmen wir das. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dieses Designerpapier kann man sich aussuchen, wenn man für mindestens 200 Euro bestellt. Dann bekommt man ab 200 Euro einen sogenannten Shopping-Bonus. Der errechnet sich immer an der Bestellsumme, fängt mit 10% an. Also wenn man für 220 Euro bestellt, bekommt man 22 Euro. Für diese 22 Euro kann man sich unter anderem diese Gastgebersets, die ganz hinten im Katalog sind, kann man sich dann raussuchen oder irgendwas anderes. Also ihr könnt auch Kleber nehmen oder Papier oder ein Stempelset. Aber dieses Designerpapier ist zum Beispiel eben sehr exklusiv, nur für diesen Bonus erhältlich und wird es auch nicht
sonst irgendwie käuflich erwerbbar sein. So, dann machen wir mal los. Und zwar müssen wir uns das erstmal im Grundmaß zuschneiden. Ich habe mich jetzt an der Größe der Tüte orientiert. Ich habe die mir hier in das Schneidbrett eingelegt und habe geguckt, okay, also dieses Fach hier hinten, wo diese Tüte drin steckt, sollte ja mindestens 11 cm breit sein, damit man links und rechts noch Klebeband aufbringen kann und die Tüte dann leicht entnehmbar ist. So, das heißt 11, das doppelte 22, weil wir brauchen ja zwei Taschen. Wichtig für dieses Projekt, nehmt euch ein Papier, was kein Oben-Unten-Muster hat, weil das funktioniert leider nicht. Also sollte, wenn möglich, egal aus welcher Richtung, ja, gut ausschauen. Und in der Länge, also auch hier haben wir jetzt 15 cm. Da das unten geknickt wird, brauche ich keine Klebelasche. Das heißt, 15 und das auch doppelt sind insgesamt 30. Somit können wir da wunderbar aus dem Designerpapier uns das rausschneiden. Jetzt machen wir eine Falz und zwar legen wir das so ein und legen das bei der Hälfte an, also bei 11 cm. Ziehen jetzt eine Falz und machen dasselbe nochmal quer. Legen wir bei 15 cm an und machen auch eine Falz. Und dann nehme ich die Schneidklinge und schneide von unten bis 11 cm ein. Also ihr seht das ja an der Skala und ihr seht es auch an der Falzlinie, die wir gerade gezogen haben. Also, und da diese Schneidklinge, die hat so, ja, so kleine Nut dran und da kann man dann genau sehen, wo die Klinge ist und kann dann eben bis zu der Falzlinie schneiden. So, dann hätten wir das. Ich falze das immer gern schon mal vor. Ach so, und dann müssen wir uns überlegen, was wir hinten zu sehen haben. Also sprich, wir haben ja hier hinten das Blumenmuster, dann haben wir die Rückseite mit dem karierten Muster und vorne nochmal das Blumenmuster. Das heißt, wir müssten uns halt jetzt überlegen, was wollen wir wo sehen. Und ich glaube, ich muss mir das mal kurz, ich nehme das Rosane nach hinten. Genau, dann machen wir das so. Wir legen uns das so hin, dass die offene Seite jetzt links ist und falzen jetzt hier unten die Ecke einmal an die Falzkante hoch. So. Und ziehen das mit dem Falzbein nach, dass das eine schöne Kante ergibt. Das machen wir jetzt mit der Seite auch und zwar auf der anderen Seite. Also wir drehen uns das Papier rum und falzen das nach innen. Und auch wieder an der Falzkante anlegen und nachziehen. So. Dann drehen wir uns die Seite, die wir noch nicht gefalzt haben, zu uns und nehmen jetzt hier unten eine Ecke. Ihr könnt jetzt abmessen, also ihr könntet jetzt mit einem Lineal hier hingehen und ungefähres Maß. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier genommen habe. Ich habe gerade hier kein Lineal. Warum? Nehmen wir das. Hier sind Zentimeter. Also ich habe bei dem, ich habe das nicht nach Augenmaß, hier ungefähr 4 cm. Also von der Mitte 4 cm. Und zieht euch eine Linie und an der Linie müsst ihr jetzt die Ecke falzen. Ich mache das jetzt so Pi mal Daumen und schaue, dass das wirklich einen rechten Winkel hat. So, das
sind dann jetzt wie viel? Ja, wieder fast 4 cm. Gutes Augenmaß. So, und damit sind wir eigentlich schon fertig. Jetzt können wir uns das nämlich hier umklappen, also einmal so nach innen. Das hier unten machen wir nach hinten. Ja, dass das hier oben ist. Gehen dann nochmal mit dem Falzbein nach. Immer schön die Kante ziehen und falzen das jetzt nach oben. Und schon sind wir fertig. Also wirklich easy peasy. Und ich finde es halt besonders schön, weil sich dieses Muster dann hier wunderbar wiederholt. Und jetzt sehen wir auch, wo wir zukleben müssen, ne? Weil jetzt ja hier alles noch offen ist. Das heißt, wir widmen uns jetzt mal der hinteren Tasche. Die müssen wir jetzt hier an der Seite zukleben. Hier unten brauchen wir es nicht, weil durch das Hochfalzen ist das ja echt sowieso von Haus aus dann schon geschlossen. Das heißt, wir machen jetzt hier an die Kante Kleber. Nehmt ihr am besten Klebeband. Einerseits hält das ganz gut, andererseits beim Flüssigkleber könnt ihr euch noch was nach innen laufen und die Tasche noch weiter zukleben, dass ihr dann diese Tüte dann eventuell nicht mehr reinstecken könnt. Und hier bleibt der Kleber, wo er ist. So, und dann können wir das zumachen und haben jetzt die erste Tasche. Kurz probieren, einwandfrei. Kommt jetzt natürlich hier unten raus, aber ihr wisst, was ich meine. So, dann, wenn wir das jetzt hochklappen, können wir ja erstmal diese hier hinten ankleben, also hier zukleben. Das heißt, ich mache jetzt hier auch Kleber drauf. Hier in der Mitte braucht man nicht, weil da ja auch wieder die Falzkante ist. Und dann kleben wir uns das zu. Hier könntet ihr jetzt auch Flüssigkleber nehmen, das wäre jetzt wurscht. Aber ich habe jetzt nur mal das Klebeband da. Also es geht wirklich easy leicht und ist schnell gemacht. Und da kann man auch ein paar mehr machen, also zum Verschenken. Genau, und jetzt einfach hinten dran kleben. Dann hätten wir das schon mal geschlossen. So, und jetzt müssen wir ja die Tasche noch zumachen. Das heißt, ich muss jetzt hier Kleber drauf machen und auch hier. Na? Und dann ist die Taschenkarte fertig. Brauchen wir sie nur noch verzieren. Dann kümmern wir uns jetzt mal um das Aussehen. Und zwar habe ich mir aus dem neuen Set per Herzenspost, finde ich so schön. Einerseits die Blumen sind sehr schön und die Sprüche finde ich halt auch sehr schön und sehr passend, wenn man das so gut erkennen kann. Und dazu gibt es dann passend diese Stanzform mit dem Text Herzenspost. Das habe ich mir hier schon ausgestanzt. Das ist auch wieder so eine Art Stickerform. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel schwarz machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Könnt ihr auch Brombeermus nehmen. Und das muss jetzt auf diesen weißen Rand. Und dann hat das wie so eine Sticker-Optik. Und das machen wir mit Flüssigkleber. Machen wir jetzt hier so kleine Klebepunkte drauf. So. Und dann kleben wir uns das
hier drauf. Möglichst mittig. So, sehr schön. Dann brauchen wir noch den Text mit einer Umarmung, weil ich finde es halt schön, so ein Badesalz jemand zu schenken, der sich halt ein bisschen umarmt fühlen soll, wenn er dann in die Wanne steigt und diesen Duft und diese Kristalle eben genießen soll. Das haben wir jetzt auch aus dem Stempelset, habe ich mir hier schon auf den Block gezogen. Dann brauchen wir ein Rest Flüsterweiß, was Grundweiß heißt, immer noch. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Ah, wo haben wir denn hier? So. Das stempel ich mir einmal mit Schwarz auf. Sehr schön. Und dann brauchen wir unsere Stanzmaschine. Ich möchte, also in diesem Stanzenset sind auch zwei so eine Etiketten mit drin. Selbst aber das kurze ist noch zu lang für den Spruch. Aber wir wissen ja mittlerweile, wie wir das kürzen können, wenn ihr meine letzten Videos verfolgt habt. Also einfach hier anlegen, dass es halt auf einer Seite so einen ganz kleinen Abstand hat. Dann durchdrehen. So, und jetzt können wir das Etikett nochmal anlegen, aber eben auf der anderen Seite mit zum ähnlichen Randabstand. So, und gucken, dass das halt in der Form drin liegt. Und nochmal durchkurbeln. Und so haben wir uns jetzt das Etikett gekürzt. Cool, oder? So, und wenn wir die Stanzmaschine schon hier haben, machen wir gleich nämlich noch dieses Etikett. Das ist jetzt keine Form, die so fettig ist, sondern das habe ich mir gemacht. Man kann ja auch hier erkennen, dass das wieder so einen Stickrand hat. Und zwar ist es aus diesem Stanzenset bestickte Rechtecke. Hier, da habe ich mir den viertgrößten rausgesucht. Aber da könnt ihr auch den nächstgrößten nehmen, was, wie ihr halt wollt, wie groß ihr das Etikett wollt. Das passt jetzt hier gerade nicht. Und zwar nehme ich mir ein Stück Grundweiß und stanze mir hier erstmal eins aus. Wichtig ist, bei solchen Formen immer diagonal durch die Maschine führen, weil wenn die Walzen über diese Gerade, kann es sein, dass es halt, dass die Walzen springen, dadurch die Stanzform verformen oder sie stanzen dann nicht an der Stelle. Deswegen immer mit so einer Spitze einführen, dann geht es für die Maschine viel leichter. So, das machen wir. So, jetzt ist das ja natürlich rechteckig, wie die Form, logisch. Und das Problem ist, wenn ich jetzt einfach mit der Schere hergehe, hier sieht man das ja, wenn ich jetzt hier mit der Schere hergehe und hier einfach abschneide, sind genau an den Schrägen keine Stickrand mehr. Dabei helfe ich mir wieder mit der Stanzform. So, und zwar, wartet, ich hab's gleich. So, lege ich mir das jetzt so ein. Bis mir die Schräge gefallen und bis ich ungefähr weiß, okay, die Ecken könnten jetzt auch gleich groß sein.
Und auch die Schräge könnte jetzt ungefähr passen. So. Und stanz mir das jetzt nochmal aus. Und nur das Stück, was oben auf dem Papier liegt, in die Maschine einführen und dann wieder zurück. Weil sonst prägt sie hier das Papier oder gegebenenfalls wird es dann durchgestanzt. Deswegen nur dieses Stück, was ihr ja stanzen wollt, einmal einführen, einmal wieder zurück. Und jetzt kann man hier die Ecken abmachen und hat ein Etikett. Tada! Cool, hä? Jetzt wieder mal ein kleiner Trick zwischendurch. Da haben wir das Etikett schon fertig. So, jetzt möchte ich aber, dass dieser Text vorne drauf jetzt nicht einfach direkt auf dem Blatt ist. Könnte man machen, aber ich habe wie hier auch so ein Stück Pergament. Und das hier, ja, habe ich hier ein Stück Pergamentstreifen drum gelegt. Einfach, dass ich es nochmal von der Rückseite abhebt. Man kann es auch noch ein Stück verschieben, wenn man will. Also wenn es die Position nicht gefällt oder dann ein bisschen höher machen. So kann man auch. Da kann man dann noch ein bisschen variieren. Ich nehme aus einem Pergamentpapier der Länge nach, reiße ich mir jetzt einen Streifen so ungefähr so dick, wie der Text hoch ist und reiße mir so ein Stück raus. Macht es das langsam, dann könnt ihr das immer noch ein bisschen, also dann habt ihr es noch ein bisschen in der Hand, wie breit der Streifen ist, so nicht arg so Berg und Täler drin sind. Ja, dann habt ihr jetzt einen breiten Streifen. Und dann wird der hier einfach nur drumherum gelegt. So. Hinten kürze ich das noch ein bisschen, weil so viel muss er jetzt nicht überstehen. So, machen wir jetzt hier auch Klebeband drauf. Hinten ist wurscht, wenn man den Kleber sieht, finde ich. So, perfekt. Jetzt können wir das Herzenspost drauf kleben und das mache ich jetzt mit den kleinen Klebepunkten. Die rolle ich mir dann wieder so ein bisschen auf. Und klebe mir das jetzt hier so ein bisschen links hin. Und dann nehmen wir den Text für unten drunter. Da mache ich jetzt, das will ich jetzt so hier hinkleben. Das heißt, ich mache mir jetzt hier links und rechts so einen kleinen Abstandskleber drauf. Und da nehme ich dann gerne hier was aus dem Rand. Hier wird nichts weggeschmissen, meine ich. So. Wird alles verwertet. Und dann aufkleben. Glitzersteine dürfen natürlich nicht fehlen. Dann ist die Tasche fertig. Dann kann das hier schon rein. So, sehr schön. Machen wir jetzt noch den Tag fertig. Dann nehme ich mir mal hier so eine Schmierunterlage. Erstmal markiere ich mir hier den Punkt, wo ich gleich durchstanzen werde. Da können Sie auch die Schere nehmen und durchbohren. Sieht dann vielleicht nicht so schön aus. Wenn ihr habt, irgendeine Lochzange oder ein Locher. Und machen wir jetzt hier das Loch rein. Dann ist das auch schon mal fertig. Ich habe mir aus dem
gleiche Stempelset habe ich mir schon mal die Blümchen aufgezogen, die wir jetzt brauchen. Für das Grün nehme ich Farngrün. Dann mache ich mir einmal hier hin. Da könnt ihr jetzt variieren. Also ich habe hier leider die Blumen hier zu sehr beieinander. Das heißt, so mit Text ist jetzt nicht mehr so viel, aber man kann immer noch die Rückseite verwenden. Da könnt ihr jetzt noch schauen, lasse ich jetzt nur eine Blume oder mache ich jetzt die andere ein bisschen weiter raus. Also so. Und jetzt könnt ihr auch überlegen, was ihr für Farben nehmt für die Blümchen. Ich habe mir jetzt mal schon Blütenrosa rausgeholt. Ich denke mal, da mache ich die große im Hintergrund. Wunderschön. Und da kommt dann, nehmen wir Brombeermus als Stempel. Also das Blüteninnere. Also die Blumen kann man dann halt variieren, wie man möchte. Das haben wir und das. Und jetzt brauchen wir noch die kleine. Die mache ich in Gelb. In Osterglocke. So, wunderbar. Und hier könnte man den Stempel rosa. Machen wir ein Dunkel. So, sehr schön. Und Geschenkband. Da habe ich jetzt hier auch ein kariertes, weil das eben so gut zu dem Papier passt. Das ist jetzt Geschenkband mit Sprossenfensteroptik. Da schneide ich mir jetzt hier mal so ein Stück raus. Und fädel das von vorn, also die Schlaufe, die ich jetzt hier gelegt habe, fädel ich von vorn nach hinten. Und dann kann ich nämlich die beiden Enden durch diese Schlaufe durchziehen und straff ziehen. Und dann einfach hier kürzen, dass es dann schön ausschaut. Fertig ist unsere Taschenkarte. Cooles Projekt, oder? Ist doch schön. Und ihr könnt halt mit den Mustern variieren. Ihr müsst halt, wie gesagt, nehmt solch ein Papier, was ihr, wo kein oben unten ist, da tut es euch dann leichter. Oder ihr müsst es dann anders falten, das geht auch. Ich hoffe, mein Projekt hat euch gefallen und ihr bastelt es auch mal nach. Und wenn ihr das nachbasteln und in den Social Medien zeigt, verwendet gerne meinen Hashtag Stempelwiese, denn diesen Hashtag habe ich abonniert. Das heißt, da gucke ich dann ab und zu mal rein, was es da Neues gibt und kann dann auch gerne mal ein Däumchen oder ein Herzchen da lassen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Schönen Tag und schönen Abend und bis dann. Tschüss!